Warum Ihnen eine regionale Agentur nicht weiterhelfen wird. Mein Name ist Max Grindler, Geschäftsführer und Inhaber der FM Recruiting. Wir sind eine TÜV-zertifizierte Marketingagentur mit Sitz in Hannover und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Mitarbeitergewinnung wieder einfach zu machen. Das heißt, wir haben in den letzten 4 Jahren über 250 Pflegeunternehmen dabei geholfen, nicht nur mehr Mitarbeiter zu gewinnen, sondern am Ende des Tages auch das Mitarbeiterthema Bindung wieder in den Griff zu bekommen. Und wir haben einfach festgestellt in Gesprächen mit potenziellen Kunden, dass das Thema regionale Agentur immer wieder eine große Rolle spielt. Das heißt, hier und heute werden wir mal darauf eingehen, warum das letztendlich nicht gut ist oder nicht immer gut ist, eine regionale Agentur zu beauftragen. Erstmal muss man herausfinden, warum letztendlich Pflegeunternehmen Agenturen aus der Region nehmen. Das ist natürlich auch zum einen der Bezug zu der Region. Man möchte die Region stärken, man möchte letztendlich Unternehmen in der Region was Gutes tun, aber es wird oftmals nicht daran gedacht, ob hier überhaupt eine Spezialisierung herrscht. Das heißt, Spezialisierung hat sich die Agentur auf das Gesundheitswesen fokussiert als Beispiel. Oder betreut die Agentur auch schon Kunden im Gesundheitssektor oder aber auch, auf welchen Bereich hat sie sich spezialisiert. Das heißt, macht sie vielleicht vorrangig nur Webseiten, baut sie Homepages oder macht sie aber auch das Thema Social Media. Und hier merken wir oft, dass letztendlich nicht differenziert wird. Das heißt, es wird nicht überlegt, okay, welche Agentur beauftrage ich überhaupt, sondern es wird einfach eine Agentur beauftragt, die in der Region sitzt, egal was sie letztendlich für Erfahrungen und Referenzwerte hat. Der nächste Punkt ist das Thema Erfahrung. Ich muss natürlich auch mal hinterfragen, wie viel Expertise bringt diese Agentur denn in meinem Bereich, den ich letztendlich abdecken möchte, mit. Es bringt also nichts, eine, ich sag mal, Wald- und Wiesenagentur aus der Region zu beauftragen mit dem Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, wenn diese Agentur vielleicht in einem ganz anderen Bereich ihre Expertise gesammelt hat. Das heißt, die Agentur steht vielleicht für 20 Jahre Website-Bau, ja, oder Homepage-Bau und hat letztendlich noch keine sozusagen Erfahrung gesammelt, sagt aber, okay, ich kriege das schon irgendwie hin. Und natürlich ist es so, dass die Agentur auch sagt, hey, liebes Pflegeunternehmen, ich mache das gerne für dich, vielleicht hat man auch einen persönlichen Bezug und wir kriegen das schon irgendwie hin, aber sie wollen am Ende des Tages das nicht irgendwie hinkriegen, sondern sie wollen am Ende des Tages Mitarbeiter gewinnen oder Mitarbeiter binden. Und da stellen wir immer wieder fest, wenn es zu so einer Agentur letztendlich gegriffen wird, dass das so ein bisschen, ja, wischiwaschi ist, man weiß nicht richtig, okay, das ist eine Agentur, mit der habe ich vielleicht schon mal zusammengearbeitet, die haben vielleicht meine Homepage gebaut, aber wenn es dann in spezielle Themen letztendlich geht, dann wird da immer wieder festgestellt, okay, das ist nicht das, also hat keinen Hand und Fuß und führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Der nächste Punkt, der damit einhergeht, ist, dass sie letztendlich gar nicht erfahren oder wissen, wen diese Agentur noch betreut. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die Werbeagentur XY eventuell ihren Mitbewerber betreut. Das heißt also für sie am Ende des Tages haben sie hier natürlich einen A, höheren Konkurrenzkampf und B, haben sie natürlich auch die Situation, dass sie gar nicht nachvollziehen können, ob diese Agentur auch 100% für sie gibt, weil vielleicht gibt es ja mit dem Mitbewerber auch eine persönliche Beziehung und dann ist es für die Agentur natürlich so, okay, sie steht letztendlich auf zwei Beinen, betreut zwei, Pflegeunternehmen im Gesundheitssektor und möchte natürlich beiden gerecht werden. Das kann dazu führen, dass diese Agentur einfach nicht die Ergebnisse bringt, die sie im Vorhinein mit ihnen vereinbart haben. Und der letzte Punkt, der auch am allerwichtigsten ist, ist das Thema Zielgruppenverständnis. Das heißt, sie beauftragen eine Agentur, die eventuell A, keine Erfahrung in dem Bereich hat oder B, relativ wenig. Das heißt also, die Agentur weiß gar nicht, welche Zielgruppe wollen sie denn ansprechen? Welche potenziellen Bewerber wollen sie sozusagen anziehen? Und hier hat man natürlich oft den Fall, dass nicht nur das Zielgruppenverständnis letztendlich fehlt. Das heißt, die Agentur weiß eigentlich gar nicht, wie sie an neue Bewerber kommt, setzt irgendwas auf, publiziert irgendetwas und hofft letztendlich auf Ergebnisse. Nein, man hat letztendlich auch den Fall, dass der Bewerbungsprozess dahinter gar nicht richtig optimiert werden kann, weil diese Agentur gar nicht versteht, worauf achten zukünftige Bewerber, was ist zukünftigen Bewerbern letztendlich wichtig und was hilft ihnen als Pflegeunternehmen vielleicht auch, ihre Einstellungsquote am Ende des Tages zu verbessern. Das heißt, diese Agentur setzt vielleicht gewisse Dinge für sie um, das funktioniert vielleicht auch, aber der ganze Prozess, der letztendlich nach diesem Thema Bewerbergenerierung folgt, der bleibt komplett auf der Strecke und das ist einfach fatal, weil man hier auch in viele Fallstricke verwickelt werden kann. Das heißt, man kann hier in viele Pfützen treten und sich letztendlich die Klamotten wieder einsauen und wir als Agentur schützen sozusagen unsere Kunden vor diesen Pfützen, dass sie sozusagen am Ende des Tages nicht nass werden und trockene, sozusagen gute, qualifizierte Bewerber einstellen und hier haben wir einfach oft festgestellt, dass es Agenturen gibt, die darauf keinen Wert legen und auch keine Expertise vorzuweisen haben. Und summa summarum, ja, das Fazit also ist, dass Sie wahrscheinlich als
letztendlich Verantwortlicher sich mit dieser Agentur in Anführungszeichen verheiraten. Das heißt, es wird ihnen schwerfallen, sich von der Agentur zu trennen, weil sie vielleicht persönliche Beziehungen haben, weil es vielleicht aus der Region kommt und sie sagen, hey, ich kann doch diese Agentur nicht verlassen. Das wirft doch ein schlechtes Licht auf mich. Und das hat letztendlich zur Folge, dass sie da auch aus diesem Teufelskreis in Anführungszeichen nicht mehr rauskommen. Ja, das heißt, sie müssen sich wirklich proaktiv von solchen Agenturen trennen, wenn sie Ergebnisse am Ende des Tages erreichen wollen. Und dafür letztendlich gibt es Anbieter wie wir. Das heißt, wir haben schon 4 Jahre Expertise im Gesundheitssektor, betreuen letztendlich über 250 Kunden bundesweit im ambulanten, im stationären Bereich oder auch im Thema der Eingliederungshilfe und wissen genau, worauf legen letztendlich potenzielle Bewerber Wert. Wo müssen auch Arbeitnehmer letztendlich hinschauen, wenn sie neue Bewerber einstellen? Und wenn Sie da letztendlich Unterstützung benötigen, dann bewerben Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch auf www.fm-recruiting.de. Wir schauen gemeinsam einfach mal an, okay, was haben denn andere Agenturen in den letzten Jahren und Monaten mit Ihnen gemacht und wie können wir Sie am Arbeitgebermarkt so positionieren, dass Sie letztendlich wieder mehr Bewerbung von guten Fachkräften anziehen?